Hallo Leute, ja, wir sind hier am Eisenwerk oder an der Eisenverarbeitung und ja, hier ist nichts drin, ne? Das ist unser Problem. Da hinten steht schon ein Zug, der möchte gerne was haben, da kommt aber nicht so richtig was rein. Da fehlen uns nämlich jetzt noch 6 Barren. Da müssen wir in dieser Folge schauen, dass wir das hinkriegen, dass hier mehr produziert wird. Ja, weiß nicht, müssen wir mal genau gucken. Hier liegen ja relativ viele Barren, die hier jetzt nicht abgeholt werden und da nicht abgeholt werden oder nicht genutzt werden. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Schaut's Logo, dann gehen wir aus dem Großbildschirm. So, dann wollen wir mal schauen. Also es ist ja hier. Das ist ja auch hier krass, ne? Also das kommt jetzt hier raus, ne? Ja, genau. Und es staut sich aber alles, weil nicht genug verarbeitet wird. Das heißt, wir produzieren Eisenerz genug, es wird aber nicht genug davon gegossen, hätte ich jetzt gesagt, ne? Das würde bedeuten, wir müssten eigentlich gucken, dass wir erstmal einen Ofen noch kriegen. Das müsste doch, warte mal, Verarbeitung sein. Legierungsschmelze. Die wäre zum Beispiel jetzt hier. Ach so, der braucht Kohle. Und der braucht. Ah, warte mal. Liegt es an der Kohle, dass hier zu wenig Kohle reinkommt? Das könnte schon eher sein, ne? Dass wir gar keinen Ofen brauchen. Sondern die Kohleproduktion. Hier kommt zum Beispiel keine Kohle rein, hier kommt keine Kohle rein. Deswegen wird hier zu wenig produziert. Hier ist jetzt zwar Kohle, aber der dampft doch gar nicht. Was läuft denn hier dann falsch? Walzband? Nee. Was ist denn da? Ach so, der geht da unten runter her. Und der Ausgang ist? Ah, da, okay. Aber warum produziert der jetzt hier nicht? Der hat doch alles, oder? Aha. Da schau her. Jetzt funktioniert der auch. Da war der Eingang falsch. Okay, das hoffentlich funktioniert überall. Aber hier ist ja keine Kohle dran, da ist keine Kohle dran. Ah, jetzt kommt hier. Ah, ne, der war es gar nicht. Hier müsste was rauskommen. Also bei dem müsste es jetzt auch vorangehen dann. Er hier hat weder Kohle. Also der hat sowieso was anderes. Aber da muss trotzdem Kohle kommen. Die von hier kommen, ne? Ja. Das heißt, Kohle wird hier auch angeliefert, ne? Und der steht jetzt da und die Kohle ist da nicht drauf. Okay. Wer bringt hier Kohle hin? Das ist die Frage, ne? Aber hier ist Kohle drin, ne? Aber hier sind keine Ausgänger dran, ne? Das ist unser Problem, ne? Der lagert da zwar ein, aber okay. Förderband. Den dahin. Und einen Ausgang dahin. Würde ich jetzt mal gerade so machen, oder? Und dann einfach so hier rüber, oder? Und dann können wir den auch schon mal leer machen. Tja, und hier müssen wir kurz irgendwie anders arbeiten, ne? Den haben wir jetzt abgerissen. Förderband. Wird die Karte so ein bisschen gedreht, ja. Ne, will ich nicht. Ich will von hier so rüber. Genau. Das müsste dann funktionieren. Dann müssen wir jetzt hier dieses Förderband wegreißen, dann fährt der da lang, das ist richtig. Dann müssen wir hier wieder einen Auswurf haben. Von dem. Und der kann dann auch noch da dran. So, dann kriegen wir das auch hin, oder? So, jetzt ist Kohle mehr da, die vor allem auch hier lang geht. Hier staut sie sich tatsächlich, weil es da nicht vorangeht, aber ist nicht schlimm. Aber wie wir sehen,
Müsste es jetzt schon mal besser werden? Hier müssen alle Schlote müssen rauchen, damit es vorangeht, ne? Kommt ja jetzt auch hier alles raus. Aber es fehlt trotzdem noch was. Der bringt das jetzt hier hin, ne? Zwei Stück. So, der liefert. Hier rein oder wo geht das rein? Oder geht's hier direkt raus, ne? Ne? Der ist komisch. Gut, aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier weiter und die Schlote sind jetzt tatsächlich alle am Rauchen. Das heißt, wir produzieren jetzt hier auch ein bisschen mehr. In der Hoffnung, dass das hier klappt. Zwei Stück fehlen uns dann auch. Die sind jetzt aber auch hier mehrere unterwegs. So, und jetzt müssen wir aber definitiv gucken. Hier kommt noch ein LKW jetzt rein. Mit fünf. Ah, einen habe ich gerade hier gesehen. Ah, alle drei. Und hier unten auch noch zwei, das sind die fünf. Okay. Aber das mit dem LKW, das geht ja gar nicht, oder? Ja, da fahren ganz viele hin, aber ja, hier ist nur einer am Produzieren. Da kann das sein, dass das ein bisschen wenig ist. Da haben wir überhaupt ein Lagerhaus. Warte mal, das können wir alles zumachen gerade. Hier wird auch gar nicht zwischengelagert, kann das sein? Den Terminal brauche ich nicht, ich brauche ein Lager hier. Okay, das, ah, da ist es in Reichweite sogar. Aber ich kann es ja dann auch dahin bauen. Und dann könnte da mal bitte Kohle rein. Aha, schon zwei drinne, drei drinne. Da sind dann nur 58. Oder ist es in der Erde? Nein, hier oben 146.000. Okay, da ist jetzt nicht so ganz so viel. Das heißt, wir sollten vielleicht noch eine Kupfermine nicht haben, sondern eine Kohlemine noch haben und die vielleicht hier nochmal hinmachen, oder? Okay, die hat Reichweite. Passend. Soll ich die so mal andersrum dahinstellen? Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Achso, geht gar nicht. Geht nur da. Würde aber alles in Reichweite sein. Naja. Können die auch hier mehr hinbauen. Komm, machen wir mal. So, jetzt geht es hier vielleicht auch schneller. Jetzt wird hier nichts gefördert, oder doch? So, das wird gleich hier reingefördert, ne? Okay, da gibt es jetzt einen vollen LKW. Vielleicht reicht das jetzt dadurch auch. Weiß ich natürlich nicht, ne? Besser wäre natürlich, wir hätten jetzt eine Zuglinie. Ach, warte mal, hier sind ja Züge, ne? Also da ist eine Zuglinie hin. Und welche Züge fahren dann? Ah, warte, da können wir auf dem Bahnhof mal klicken. Da wird das uns doch gesagt, oder? Okay, was mit dem Zug? Der steht irgendwo. Merrichstadt 3 ist hier und Merrichstadt 10 ist da. Okay, das haben wir stillgelegt. Weil wir kein Glas brauchten, oder wie war das, ne? Kann ich denn, müsste ich ja eigentlich von da auch nach hier hinfahren können, oder? Warte mal, dann können wir das hier bearbeiten. Nehmen wir statt 10 raus. Wo sind sie? Mülleimer da. Und fügen diesen hinzu. Entladen. Ist hier beladen? Laden. Entladen. Passt. Okay. Und starte den mal. Jetzt fährt er los. Müssen wir gerade schneller fahren, damit wir sehen, ob was passiert oder nicht. Ist der voll geladen? Das sieht sogar so aus, als ob der im Lok schon voll geladen war, oder? So, wenn der das dann natürlich jetzt hinbringt, ne? Dann können wir die ganzen LKWs vielleicht runternehmen, oder? Ja, der hat komplett Kohle da drauf. Der wartet natürlich jetzt auf den Zug hier, ne?
Da ist voll und er wartet auf Kohle. Also die Kohlewagen hier ist natürlich nicht so prickelnd eigentlich, ne? Ja, die LKWs kommen jetzt natürlich nicht, ne? Ah, leer. Der hat schon entleert, aber da kommt der nächste, okay. Muss mal was schneller laufen. Kommt er jetzt? Da kommt er. Wie braucht er denn noch? Sechse, das reicht. Ah, da kommt aber auch schon der zweite hinterher. Gut. Dann müsste der jetzt vielleicht hier beladen werden, ne? Vielleicht. 4, 4, 4. Und die anderen sind da unten am rausflitzen, okay. 5, 5. Ah, einer fehlt jetzt natürlich. Kommt noch ein LKW? Ja, der zweite erst. Gut. Da ist jetzt der LKW und ich hoffe, der lädt jetzt hier. Ja, jetzt fährt er. Wenn der fährt, ist der dann dran. Aber den wir haben wollen, der steht noch irgendwo in der Warteschleife oder was? Der ist hier lang gefahren, da drunter her. Und dann hier lang. Und wo ist der jetzt? Gute Frage, ne? Da ist er schon durch, ne? Wo ist denn jetzt der Kohle zugeblieben? Okay, ich sehe keinen Kohlezug. Wo ist der? Der war hier rumgefahren und dann da rein. Hä? Der hat jetzt nicht irgendwo entladen. Ach, der ist dahin gefahren nochmal. Okay. Falsches Ziel sozusagen, ne? Doof. Jetzt haben wir hier natürlich einen mehr auf der Strecke. Ich hoffe, das blockiert uns jetzt nicht zu sehr hier. Ah doch, der fährt da rein, dann müsste die Rutsche auch weitergehen. Der fährt vor. Wieso ist der jetzt eigentlich nicht da weiter vorgefahren? Hier falsches Signal oder so, kann das sein? Nochmal da das Signal raus, oder? Jetzt fährt der da durch, ne? Okay, dann kann da einer mehr warten, von hier aus gesehen. Wo ist der Kohlezug? Hier. Oh, die fahren aber eine wunderbare Schleife. Dann kann man hier nicht rechts abbiegen machen. Müsste doch so gehen, oder? Der ist jetzt woanders lang gefahren, ne? Aber der müsste doch jetzt hier rechts rumfahren, ne? Jetzt kriegt der rot, weil da grün ist, okay. Ja, es könnte sein, dass das jetzt klappt. Der wird voll, oder? Dauert auch ein bisschen, aber der fährt schon. Schlote sind alle am Rauchen, das ist gut. Und jetzt kommt ja auch schon der Kohlezug, oder? Nee, noch nicht. Aber hier haben wir keine Kohle gerade, ne? Da ist natürlich nichts, ne? Da kommt einer. Also hier ist gerade Kohle angekommen. Hier ist ein bisschen Kohle, aber hier ist auch nichts. Okay, jetzt fehlt es gerade hier auch wieder an Kohle, ne? So, da kannst du schneller laufen lassen und dann hoffen, dass der hier schneller voll wird. Da kommt noch einer. Kommt wieder einer. Okay, 333 haben wir drauf. Ist jetzt nicht so praktikabel, ne? Jetzt kommt wieder kein. Doch, da ist einer. Nur jetzt noch einen LKW, dann müsste es klappen, oder? Es fehlt wieder eine Ladung. Da kommt er.
So, und jetzt kommt unser Kohlezug rein, oder? Ja, und der ist voll. Und dann gibt es hier Nachschub. Der hat was anderes geladen. Der lädt auch was anderes. Auf jeden Fall hat er Eisenbahn gehabt. So, und er wartet jetzt wieder auf Kohle, ne? Ist nicht unbedingt praktikabel, dass der hier auf Kohle warten muss. Hier ist es jetzt schon alles aufgebraucht. Da steht noch was. Hier ist noch ein klein bisschen, da ist noch ein bisschen. Ja, wir müssen mehr Kohle hier rein haben. Noch einen zweiten Kohlezug bauen. Vier. Einer fehlt jetzt gerade noch. Da kommt er, fährt raus. Und ist der andere Kohlezug schon da? Aha, jetzt haben wir ein Problem. Kann der vorfahren? Nee. Ist einer wenigstens ein Stück weiter gefahren, ne? Ja. Warum fährt der nicht noch da weiter vor? Hier ist doch ein. Okay, das passt dann. Das andere Signal kann weg. Das ist verkehrt. Fährt der dann wenigstens so weit raus, dass. Nee, der fährt dann auch nicht so weit raus. Das ist schlecht. Ich weiß gar nicht, ob hier welche lang fahren, ne? Aber es rollt ja wieder. Da stand, glaube ich, Insolvenz vermieden gerade, oder? Er hat keine Kohle, das ist schon mal gut. Hier ist schon mal Kohle für den Ofen immer da. Ja, hier fehlt es an Kohle jetzt. Mal schneller. Kohle kam jetzt hier raus. Da kommt der nächste Kohlezug, das ist schon mal gut. Geht natürlich alles aufs Förderband hier, ne? Der ist nicht mit Kohle. Hier fehlt Kohle. Ah, da kommt sie ja jetzt. Das heißt, der Ofen geht an, das ist schon mal gut. Das ist hier der Kohlezug wieder. Der blockiert mir das Ganze ein bisschen zu viel. Hier ist voll. Ich glaube, wir setzen da noch einen zweiten Zug drauf, der Kohle fährt. Ja, wir wollten auch noch Lokomotiven forschen, ne? Offener Wagen, 8 Tonnen. Der kann das nicht. Ja, passt schon, ne? Sind das immer 5? Ich glaube ja. Kaufen. Und jetzt müssen wir noch die Linie feststellen, die das ist, ne? Michelstadt 3 nach. Michelstadt 4. Ist das Kohle? Ist das die Linie? Ja. Gut. Lassen fahren. Wollen wir hoffen, dass das passt. Und was natürlich schwierig werden könnte, ist, dass der. Wo fährt er denn zuerst hin? Michelstadt 3, das ist hier oben, ne, oder? Ja. Lass mal mitfahren. Ah, der muss jetzt irgendwo drehen, ne? Geht aber gerade. Ja,
Er fährt, das heißt, meiner fährt auch weiter und der fährt jetzt aber links dahin irgendwie. Boah, wo fährt denn der lang dafür? Das ist natürlich schlecht, ne? Hier kann er erst drehen, Alter. Naja, ist halt so. Und danach ist er ja sowieso auf einer guten Strecke jetzt, oder? Ja, 115 war da ja drin. Das heißt, es muss eigentlich genug Kohle da sein. Aber Folge ist schon ziemlich lang, ne? Aber hier ist Platz jetzt. Kann ziemlich weit sogar durchfahren. Und der wartet wieder auf Ladung, ne? Jetzt müssen noch ein paar LKWs kommen, die das. Naja. Noch zwei brauchen wir. Ah, er fährt schon. Und jetzt kommt hier richtig Kohle rein. Ach ne, da war erst noch ein anderer, aber nicht schlimm. Jetzt kommt unser Kohlezug. So, jetzt haben wir hier Kohle reingekriegt und da kommt kein Kohlezug, okay. Also hier steht es bis dahin voll. Da kommt der nächste Zug. Das ist auch sehr schön. Okay, wir müssen aufpassen, dass es uns nachher nicht so ist, dass ne, hier ein Stau entsteht. Also, dass der Kohlezug hier stehen bleibt und nichts fabriziert wird. Aber wir transportieren ja auch mit LKWs ab, glaube ich. Müsste trotzdem funktionieren. Wir haben ja auch drei Lagerhäuser, wo es rein kann, ne? Noch zusätzlich. Aber hier ist genug, hier ist genug, da ist genug, da ist genug. Alle Öfen haben erstmal genug, ne? Kohle. Und wenn die dann durchfahren, klappt es ja sowieso, oder? Müsste eigentlich funktionieren. Kommt jetzt der Zug mit Kohleanhänger gleich? Nein, das ist nochmal richtig Kohle. Jetzt ist der aber wieder da, ne? Okay, da ist schon mal einmal drauf. Aber eigentlich nicht mehr schlimm, weil wir bis hierhin schon Kohle liegen haben jetzt, ne? So, der. Noch zwei oder sogar drei. Aber wahrscheinlich noch zwei LKW. Aber Kohle ist jetzt mal genug da. So, jetzt noch einmal Kohle und dann kannst du fahren. So, und jetzt kommt ein Kohlezug als nächstes, denke ich. Genau, und jetzt müsste eigentlich hier schon was drin liegen bleiben, oder? Ja, tut es auch. Okay, der noch nicht. So, jetzt, ne, das ist nochmal Kohle, okay. So, der nächste Zug, der jetzt reinkommt, müsste dann der mit den Kohleanhängern sein, oder? Ne, auch noch nicht. Der ist es. Der ist sofort voll. Und wir haben noch was drin. Da müssen wir aufpassen jetzt, ne? Dass uns das hier nicht voll läuft. Hier ist schon voll das Lager. Hier wird nicht produziert, weil Ausgang geht nicht, oder? Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Machen wir in der nächsten Folge, da gucken wir noch, ob wir den einen oder anderen LKW dann runternehmen können. Ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.